Jahresversammlung der DEPOLG Bayern in Bad Windsheim. Rund 150 Funktionsträger aus den Kreisen und Bezirken aus dem gesamten Freistaat waren anwesend. Und Ihnen konnte der Landesvorsitzende Rainer Nachtigall gleich zu Beginn eine tolle Nachricht verkünden. Also es freut mich als Landesvorsitzender, unseren Kreisvorsitzenden, unseren Funktionsträgern vor Ort die frohe Kunde mitteilen zu können, dass wir in der Zwischenzeit rund 21.500 Mitglieder in der DEPOLG Bayern haben. Das ist ein tolles Ergebnis, das in erster Linie auch den Funktionsträgern vor Ort zu verdanken ist, weil das sind die, die Ansprechpartner sind, denen die Kolleginnen und Kollegen trauen und vertrauen und dann eben auch bereit sind, bei uns Mitglied zu werden, weil vor Ort gute Arbeit geleistet wird. Eine starke Basis, die dafür sorgt, dass die DEPOLG Bayern somit bundesweit inzwischen rund 20% aller DEPOLG-Mitglieder stellt. Weil viele junge Beamte inzwischen eben merken, bei der DEPOLG Bayern gibt es Leute, die hören einem zu, die kümmern sich um die Probleme vor Ort. Und diese Probleme werden nach oben in den Landesvorstand getragen. Dieser konfrontiert dann die Politik damit und übt entsprechend Druck aus. Also wir haben ja diese Jahresversammlung immer eingebettet in einen Reigen von Tagungen. Das beginnt mit der Vorstandssitzung des Landesvorstandes und setzt sich dann mit dem Hauptvorstand weiter und dann eben die Jahresversammlung. Uns ist dieser Austausch in der Jahresversammlung mit den rund 150 Funktionsträgern, die wir als Kreisvorsitzende draußen haben, als Bezirksvorsitzende, als freigestellte Personalräte, ganz wichtig, weil das ist so der Austausch zwischen der Basis vor Ort und uns im Landesvorstand. Und dann können wir halt auch sagen, was sind die aktuellen Themen, womit beschäftigen wir uns, warum entscheiden wir uns für den Weg so oder so in einem Thema. Und die Kolleginnen und Kollegen können uns natürlich auch die Informationen aus der Basis näher bringen, was ist draußen gerade das Thema, das diskutiert wird. Also dieser Austausch ist uns wichtig. Und durch diesen regen Austausch gab es auch heuer wieder zahlreiche Themen, die diskutiert wurden. Wir haben uns unterhalten natürlich über die Dienstpostenfortschreibung, die jetzt aktuell dann auch zum 1.11. in Teilen wirksam wird. Wir haben uns über den neuen Dienstausweis unterhalten. Wir haben uns über die Situation nach wie vor der schlechten Qualität in der Uniform unterhalten. Also eine Vielzahl der Themen, die da so aktuell ist. Wir haben natürlich auch über gewerkschaftsinterne Dinge gesprochen. Was passiert im Rechtsschutz? Wie sind wir da aufgestellt? Wir werden dieses Jahr wohl zu erwarten haben, dass wir 1000 Rechtsschutzfälle haben. Das fordert eine gewisse Organisation, weil der Rechtsschutz uns wichtig ist, damit wir die Kolleginnen und Kollegen auch draußen entsprechend unterstützen können mit diesen gewerkschaftlichen Maßnahmen. Freuen durfte sich auch wieder der Vorsitzende der Stiftung der DEPOLG Berend Jochem. Stefan Wegerer links und Stefan Kunisch rechts überreichten einen Scheck aus dem Erlös einer blauen Party der Beppo Sulzbach-Rosenberg. Der Bezirksverband Unterfranken überreichte ebenfalls einen Scheck aus dem Erlös ihrer blauen Tonne, in der sie Pfandflaschen sammelten und auch weiter sammeln werden.